Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Ciao. Aus der Kirche. Krebs, du hast hier Gefühle für jemanden, du hast hier, sagen wir mal so, du hast hier frische Gefühle für eine alte Person. Alt, nicht altersmäßig gedacht, also es kann auch sein, dass dieser Mensch älter ist wie du. Es geht hier mehr darum, dass dieser Mensch, also die Sache mit diesem Menschen eigentlich ausgelaugt war, ausgelutscht. War tot. Du dachtest, das ist gewesen, das war mal, das ist jetzt fertig, das ist jetzt nichts mehr. Ja, ich könnte diesen Menschen siezen, wäre mir egal. Aus der Kirche, da kommen die Gefühle wieder. Du spürst hier Liebe gegenüber jemandem. Page der Münzen. Ja. Diese einst zurückhaltende Person, Krebs, wird sich hier in den nächsten Tagen mit höherer Bereitschaft zeigen. Okay, was hier tatsächlich ausgelutscht, tot, gewesen, Vergangenheit war, ist die Art und Weise, wie dieser Mensch in der Vergangenheit so pingelig war, wenn es darum ging, dir gegenüber großzügig zu sein. Okay, der Grund dafür, dass du hier überhaupt wieder Gefühle spürst, wieder Sympathie für diesen Menschen spürst, ist, dass dieser Mensch hier mit Page der Münzen ein verändertes Verhalten zeigen wird. Okay? Ist im Grunde einfach, oder? Verändere dein Verhalten und ich verändere meine Gefühle, sagst du hier. Okay? Page der Münzen. Jemand bemüht sich hier um dich. Und das entzückt dich. Das lässt hier alte Gefühle in dir auf neue Art und Weise wieder aufleben. Okay. Fünf der Stäbe. Weißt du, was hier passieren wird, Krebs? Also, was ich glaube, was vorher war, Krebs. Vorher hattet ihr es miteinander zu tun und dann hatte dieser Mensch die Qual der Wahl. Okay? Und jetzt, also jetzt in der Zwischenzeit bis zu diesem Punkt, hast du dann darauf gehofft, dass Karma zuschlagen wird und du dann in einer Position sein wirst, wo du die Qual der Wahl hast, während dieser Mensch an dir interessiert ist. Wolltest Gerechtigkeit für das, was dir angetan wurde. Fünfte große Arkana, der Hierophant hier. Du wirst dich hier so ein bisschen kaputt darüber lachen, wie die Rollen sich jetzt vertauscht haben. Du wirst hier entzückt darüber sein, wie Karma hier jetzt dafür sorgt, dass du in eben dieser Position bist, in der damals dieser Mensch hier war. Mit Fünf der Schwerter, Krebs, sehe ich, dass sich hier noch mehr Energien oder dass hier noch mehr Energien in deinem Leben auftauchen werden. Ist nicht nur das. Ah, du bemühst dich, meine Gefühle kommen hoch, lass uns hier etwas draus machen. Nein, Fünf der Stäbe, da gibt es noch diese Person, dieser Mensch will mich kennenlernen. Wieso guckt er mich so an? Ah, da hat mich jemand um ein Date gebeten. Du öffnest hier jemandem aus der Vergangenheit, Krebs, durchaus die Türe. Die Sache ist nur die, dass du bereits Gäste hast. Okay. Es ist nicht mehr so, dass du, oder du, dieser Mensch findet dich nicht da wieder, wo er sie dich zurückgelassen hat. Ja, sagen wir es so. Es hat sich etwas in deinem Leben gemacht. Du hast Menschen kennengelernt, du hast dich da draußen gezeigt, du hast Interessentinnen, Interessenten und die Sachlage ist nicht mehr so, wie es vorher war. Okay. Vorher warst du sehr auf diesen Menschen fokussiert und jetzt hast du die Wahl. Okay. Ja, die Gefühle, die positiven Gefühle kommen. Es wird dir vor allem hier gezeigt, dass das gar nicht eine so tote Sache ist, dass du diesen Menschen durchaus auch bedenken solltest, wenn du deine Wahl hier anschaust.
Fünf der Schwerter. Aber eben. Also. Mit Fünf der Schwerter sehe ich, dass du hier nicht vergessen kannst, wie dieser Mensch dich damals behandelt hat. Das kommt dir hier immer wieder in den Sinn. Das sind Erinnerungen. Das hier sind deine Gefühle. Das ist hier der Punkt, wo du sagst, wow, ich kann wieder Gefühle für diesen Menschen entwickeln. Ich kann positive oder ich kann diese Schmetterlinge wieder spüren in Bezug auf diesen Menschen. Ich kann hier aber nicht vergessen, was passiert ist. Passiert hier gerade Karma? Kommt jetzt dieser Mensch bei mir anklopfen, während ich jetzt hier aber die Qual der Wahl habe? Ja, tut er. Aber mit Fünf der Schwerter kann ich nicht vergessen, wie dieser Mensch damals... Schau das an. Ja, ich stelle es hier noch ein bisschen heller, damit du es sehen kannst. Schau. Ich kann nicht vergessen, wie damals dieser Mensch mich zerstochen hat, um hier so diese Freiheit zu genießen, um das Leben zu genießen, ja, mir dabei wehgetan hat. Mit Ass der Stäbe hier sehe ich, dass du dann hier Fünf der Stäbe, Ass der Stäbe, das macht dann Sechs der Stäbe, jene Entscheidung treffen wirst, Krebs, die dir Sieg in der Liebe bringen wird. Okay? Du wirst hier eine Entscheidung treffen. Du wirst hier eine Entscheidung treffen. Das wird die richtige Entscheidung sein. Aber für den Moment kannst du nicht vergessen, was dieser Mensch da getan hat. Mit Ass der Kelche sehe ich, du kannst durchaus Gefühle haben. Die Schmetterlinge, die kommen wieder. Okay? Und dann wirst du hier mit Sechs der Stäbe hier, oder Ass der Stäbe, das steht hier für einen Einfall, den du da plötzlich hast, zu diesem, ah, warte mal. Das muss ich auch bedenken, dies muss ich auch bedenken. Und dann eben eine Entscheidung fällt, die hier dir Sieg in der Liebe bringen wird. Wir werden jetzt schauen, was genau hier passiert und was du wie, wieso, weshalb, warum entscheiden wirst hier. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Krebs, werde ich fragen, was du hier vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye!